So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben heute wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Wir wollen nämlich heute Schokomel testen und zwar alle Schokomel-Sorten zusammen. Dafür haben wir einmal hier den 1 Liter Tetra Pak. Wir haben hier die Dose Schokomel und wir haben die Flasche, ne? Für zwischendurch eine Flasche. Jetzt wird auffallen, das sind doch gar keine verschiedenen Sorten, also alles das Gleiche, aber es sind verschiedene Behälter, hey, und deswegen möchte ich das jetzt trotzdem mal probieren, ob wir vielleicht doch irgendeinen Unterschied feststellen. Also die Dose, die Flasche und die Packung, ich muss das mal fürs Thumbnail noch hochhalten, guckt euch das an, das ist Fett, das ist was anderes, das muss jetzt hier so stehen. Wir fangen mal mit der Dose an. Obwohl, nö. Wir werden das alles jetzt hier einzeln testen und dann am Ende wieder alles zusammenschütten in das auf die dicken Glas, wo wir sonst immer die Energy Drinks reinhauen, heute mit Schokomel. Wir fangen einfach mit dem großen Kanister an, weil das ist das so gängig, wie man es kennt und wie man es auch meistens beim Zange-Chili-Bude im Video sieht. Die haben nämlich immer Schokomel dastehen, falls einer stirbt, dass man den auch mit Kakao übergießen kann. Gewinne jetzt Campertrips mit Schokomel. Sichere jetzt deinen Campertrip mit Schokomel und lass deinen Urlaub unvergesslich werden. Einmal Schokomel-Aktionsprodukt deiner Wahl kaufen. Oh, Kassenbon bis zum 31.07. hochladen. Ja, jetzt ist schon fast Oktober. Das wird also nix. Ansonsten, wie findet ihr das Design? Ich finde, das fällt auf jeden Fall auf. Da hier ist so eine rote Hand mit einem Glas Kakao. Da steht Schokomel, ein Original. Und wenn du hier vorne guckst, jetzt Campertrips gewinnen, da kannst du drüber gewinnen, genau. Und hier diese, wenn da doch mal was verloren geht und hier runterläuft, ist ja die Hand da und fängt das auf. Das ist richtig cool. Ich bin jetzt an sich nicht so der Kakao-Freund, denn wenn ich Schokoladenmilch trinke, kriege ich da meistens direkt Durchfall und das ist nicht so cool. Ich weiß nicht, so, ich trinke Schokolade, so, zack, und dann merke ich sofort, wie es mir im Wanz rumgeht. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist das irgendeine Unverträglichkeit gegen Milch oder irgendwas. So sieht das jetzt aus. Das ist das Original Schokomel. Guckt es euch an, selbst dem Adi schmeckt Schokomel, ne? Der sagt auch, meins schmeckt mir auch. Probieren wir mal das kleine Gläschen. Und sagen, das ist ein verdammt guter Kakao. Und bevor jetzt der Geschmack flöten geht, und wir gar nicht mehr wissen, wie es überhaupt geschmeckt hat, nehmen wir uns mal diese Flasche, One and Only Schokomel. A bottle made from 100% recycled plastic. Hier ist auch ein Frosch drauf. Hier seht ihr, hier ist wie ein Reißverschluss. Als könntest du da hier irgendwie das aufmachen. Wozu auch immer. Dann ist doch das ganze Design weg. Aber auch hier, wenn es kleckert, könnt ihr das auffangen. Und jetzt habe ich irgendwie die Flasche nackig ausgezogen. Ich weiß nicht, wozu man das macht. Weil eigentlich ist das sinnlos. Und wir haben jetzt eine nackige Flasche Schokomel, die gar nicht mehr aussieht wie Schokomel, aber trotzdem eigentlich eine ist. Das sorgt für mehr Durchsicht, dass ihr genau seht, wie viel noch drin ist, was uns da erwartet. So, Adi ganz gespannt hinter der Kamera. Wir probieren mal die Flaschenversion von Schokomel. Wieder ein Gläschen und ich würde sagen, Prost, Adi Schatz, du nicht. Mann, ist das ein guter Kakao. Aus der Flasche schmeckt sogar noch besser wie aus dem Tetrapack, weil das ganze PVC hat sich noch abgesetzt und bietet noch mehr Geschmack. Dann haben wir natürlich noch die Dose. Das ist ganz besonders, weil weder das Tetrapack noch die Flasche haben Pfand, aber die Dose hat natürlich Pfand, 25 Cent. Das heißt, nach eurem Schokomel-Genuss könnt ihr hingehen und kriegt sogar noch Geld zurück. Was ihr natürlich vorher bezahlen müsst, wie die Preise sind, weiß ich auch nicht. Schokomel, ein Original. Wenn es bei der Dose runterschwappt, wird es wieder aufgefangen. Wir drehen es mal kurz. Dosen, sowieso cool. Gibt es überhaupt noch andere Kakao-Dosen? Ich habe gesehen, Bärenmarke hat, glaube ich, auch jetzt oh, ich habe es, glaube ich, nicht geschüttelt. Nein. Bärenmarke hat, glaube ich, auch jetzt so einen Schokodrink in der Dose. Wir füllen das mal ein. Das sieht aber sehr hell aus. Kommt wahrscheinlich vom Nichtschütteln. Den probieren wir jetzt mal. Schokomel aus der Dose.
Viel sahniger, viel weniger schokoladig. Oh, ist eine ganz andere Welt. Wahrscheinlich hätte ich einfach schütteln sollen. So, und wie immer am Ende natürlich alle Sachen zusammen. Das heißt, wir schütten uns jetzt die Dose und die Flasche hier rein. Ich merke jetzt schon, wie ich es drücken auf den Magen habe. Also trinkt ihr gerne Kakao, ja? Schreibt es mal in die Kommentare. Seht ihr den Unterschied zwischen dem... Das sieht aus wie Vollmilchschokolade und das andere einfach wie zartbitter vom Unterschied her. Weil das hier einfach viel, viel heller war. Und das hier einfach viel, viel dunkler. Das können wir jetzt zumachen und dann wegschmeißen. Wir müssen aber noch... Für den Schokoladenmund müssen wir nochmal nachgeben, nachfüllen, dass das auch schön bis zum Etikett hier gefüllt ist. So, den Rest wenn wir dann mal in den Kühlschrank packen. Jederzeit, wenn man wieder Verstopfung hat, sich eine Packung Schokomel gönnen. Der Rest dürfte dann so klappen. Seid ihr Schokomel-Freund? Was ist euer Lieblings-Schokoladen-Kakao-Drink? Irgendwas? Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut. Boah, euer Ramses. Man, oh. Don't touch that mouse. Du kannst ja gar nicht rülpsen, weil das ist ja... Da ist sogar keine Kohlensäure drin, aber es schlägt viel mehr auf den Magen als alles andere. Das war mein Schokomel-Test. Grüße an Zangel. Ich bereue immer noch, als wir bei ihm waren und da stand eine Packung Schokomel, dass ich die nicht einfach geöffnet habe, egal ob ich es hätte gebraucht oder nicht. Einfach die öffnen, damit man sagen kann, oh, die ist ja schon auf, die muss ich jetzt aber mitnehmen. Nee, die ist da unberührt. Stehen geblieben, das ist schon mal ein Spoiler an der Stelle. Man hat es ausgehalten und gelitten. Aber ja, wenn Kakao, dann Schokomel, weil der ist irgendwie voll lustig und so. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.